Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream heute Abend. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Wobei, ich werde es mal gerade ein klein wenig leiser machen. So, da. Ja, wir sind heute als Fahrdienstleiter unterwegs. Das könnte entweder sehr spannend werden oder recht langweilig. Kommt ein bisschen auf den Verkehr davon. Ich hoffe, ich werde nicht überrannt. Eigentlich habe ich gesagt, ich mache FDL nicht mal live, weil das ziemlich stressig ist. Und jetzt mache ich es doch. Mit der Krönung, dass es auch noch ein mechanisches Stellwerk hier ist. Ja, wir sind hier in Tacobo. Ist ein kleiner Bahnhof hier. Wir haben hier einen Bahnsteig mit zwei Gleisen, beziehungsweise wir haben hier noch ein Ausweichgleis und ein drittes Gleis, was nicht elektrifiziert ist. Da stehen sogar Wagen drauf. Und ja, dann zeige ich euch mal ganz kurz das Stellwerk an sich. Das ist es. Das ist hier die Hebelbank. Da haben wir hier die ganzen Weichen, die Weichensperren. Hier haben wir die Weichen mit Motor auf der anderen Seite. Dann den Gleiser, Rangiersignale. Und die Ein- und Ausfahrsignale sowie die ganzen Fahrstraßen hier. Und natürlich die Blöcke. Das ist der Gleisplan. Wir haben hier links die Ein- bzw. Ausfahrt RT, rechts WEP. Und hier nochmal die Übersicht der ganzen Signale und Weichen. Für jede Falschaussage gibt es eins mit dem Paddel. ja. Ah ja, Bahnübergangssteuerung haben wir auch noch. Für den Bahnübergang da, der ist eh schon zu. Und der bleibt auch zu. Ja, das war's. Schauen wir mal ganz kurz in SBDR. Ich hoffe, er schaltet um. Ja, genau. Fahrpläne haben wir aktuell noch keinen. Es ist aber ein bisschen was los. Also rein von den Szenerien. Gut was da. Und auch von den Triebfahrzeugführern ist ein bisschen was los. Schauen wir doch mal, ob wir jemand Bekanntes sehen. Der mir jetzt so ins Auge sticht. Nitro Dani. Den kenne ich. Beim Rest klingelt es gerade nicht. Wie schaut es aus bei den Fahrdienstleitern? Ja, mich selber, klar. Die Fallen, ja doch, den kenne ich sehr gut. Der Rest sagt mir gerade nichts. Okay. Ja, also wie gesagt, momentan ist erstmal tote Hose. Erstmal warten angesagt und ich bin schon ein klein wenig nervös, hier FDL zu machen. Ich habe mich mal committed bis 22 Uhr. Mal schauen, was bis dahin passiert. Und wenn einer von euch als Güterzug hier starten möchte, dann sagt er mir das, dann mache ich entsprechend den Spawn auf. Aber ich sag's euch gleich, ich möchte keinen Sonderfahrplan haben, ich gebe euch automatisch die Fahrpläne und dann könnt ihr hier als Güterzug wegfahren, wenn ihr denn möchtet. Bis dahin bleibt das Bahn zu und wir haben hier nur den Durchzugsverkehr, wenn er denn kommt. Ansonsten, wirklich Spannendes hat es hier nicht am Bahnhof. Ich meine, wir haben hier da eine Schutzweiche davon und ich meinte auf der anderen Seite auch. Wir haben ja Zeit, wir können ja da hingehen. Ja, sehr überschaubar. Allerdings, ich wollte bewusst nichts Größeres machen, auch wenn ich könnte mit Level 6. Aber mit dem mechanischen Stellwerk, da werde ich recht schnell nervös. Vor allem, weil das für mich eine totale Umgewöhnung ist, nachdem das einfach so gar nicht nach Schweizer Prinzip funktioniert. Ich meine, ich sehe da eine Schutzweiche. Lass mal weiterlaufen. Ich glaube, wir könnten die Musik einen kleinen Tick lauter machen. So. Ah, ich glaube, da geht's ins Gebüsch rein. Oh, da klingt es im SWDR. Was haben wir los? Okay. Interessiert uns nicht, weil wir haben noch keinen Fahrplan.
Tatsache. Da haben wir die Schutzweiche hier hinten. Mitten ins Grüne rein. Ja, jetzt auch noch ein See. Wer Lust auf Baden hat, kann es hier machen. Und da ist dann auch schon der Prellburg. Okay, gehen wir wieder zurück zum Bahnhof. Was ich noch ganz interessant finde ist, ich meine, das ist ja teilmodernisiert hier. Wir haben hier einen eigenen Hebel für das Einfahrsignal links und Einfahrsignal auf der rechten Seite. Und dann ein Kombihebel, der je nachdem, was für Fahrstraße aktiv ist, die Signale B, C oder D auf Fahrt stellt. Das wäre mechanisch so gar nicht umsetzbar, würde ich mal sagen. Dahinter ist ein elektronisches Relais, nachdem wir ja hier alles moderne Signale hier haben. Aber grundsätzlich cooles Konzept, muss ich sagen. Das gleiche gilt auch für die Ausfahrt auf der rechten Seite, dass wir hier da einen Kombihebel haben, je nach Fahrstraße. Und auch hier kann man es recht einfach merken, das ist Einfahrt und Ausfahrt, je nach Richtung. Und dann halt nur die SZ-Signale. Ich hoffe mal nicht, dass wir die brauchen werden. Ist sogar die echte Uhrzeit. Ja. Soweit mal zu dem. Was wir noch machen könnten, ist schauen, ob die Bahnübergangssteuerung sauber funktioniert. Also wir machen den Bahnübergang mal auf. Ja, sieht gut aus. Und einmal wieder zu. Passt. Und SWDR hat wieder geklingelt. Betrifft uns aber auch nicht. Noch kein Zug hier. Ja, großes Däumchen drehen jetzt. Oder abdancen, so wie er hier. Wir könnten eigentlich mal schauen, was wir hier hinterm Bahnhof so haben. Ja, kleine Bushaltestelle hier. Linie 127, Kotzenau. Mit einer kleinen Bundesstraße hier. Sonst nicht viel zu sehen. Und SWDR hat schon wieder klingelt. Nach wie vor uninteressant. Machst du da einen auf Geschwindigkeitsmessung? Sieht fast so aus. Aber das Gerät sieht ein bisschen komisch aus. Ja, Elias, soweit alles gut. Oh. Wen hat's erwischt? 638573. Ist über Rot und dann einmal entgleist. Nice. Hat er gut gemacht. Ja, also, Angebot steht. Wer hier einen Güterzug fahren will, mit dem mache ich den Spawn hier auf. Bis dahin ist erstmal warten angesagt. Ist eigentlich total doof zum Stream, so FDL. Zumindest wenn man so Stationen macht wie ich. Weil einfach die meiste Zeit nichts passiert. Machen wir es doch noch ein bisschen leiser. Wissen wir euch, wer von euch hat denn schon FDL-Erfahrung? Macht's mal kurz einen Daumen nach oben. Ja, Kaffee trinken ist eine gute Option. Wobei jetzt zu der Uhrzeit eher weniger. Aber das wäre das Erste, was ich mir anschaffen würde da drin. Eine Kaffeemaschine. Ohne Kaffeemaschine geht gar nichts. Da würde ich drauf gehen.
Ja, weitestgehend sind die Leute hier normal. Was haben wir denn hier? Modernizowana, Stazietz, Gott, keine Ahnung. Aber ich vermute mal, da geht es um eine Modernisierung von der Strecke E30? I guess? Ich kann einfach kein Polnisch. Hier hinten nochmal das Gleiche. Ah, da hinten haben wir noch einen Anzeiger. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas Interessantes haben. Nö. Ich auf deiner Modelleisenbahn. Das ist ja fast das Gleiche. Ich meine, wenn mal langweilig ist, dann könnte ich hier auf dem letzten Gleis die Sachen hier löschen und mir was Eigenes hinstellen. Andererseits, wenn jemand mit einer SM42 kommen will, kann er sich das auch abholen. Auch das Angebot steht. Also entweder er kommt mit einem fertigen Güterzug rein oder mit einer einzelnen SM42. Dann könnt ihr euch da einen Holzzug hier holen. Dann habe ich hier mal wieder ein freies Verladegleis hier. Und moin Josch! Ah, und den SWR nach wie vor kein Fahrplan. Ich denke mal, wird noch ein bisschen dauern, bis hier was auftaucht. Ja, wird ein chilliger, so wie es aussieht. So, FDL-Sachen lassen sich viel besser als Offline-Episode machen, weil da kann ich für euch immer die ganzen Pausen rausschneiden. So, im Livestream geht's halt ein bisschen schlecht. Ich sehe gerade. Ne, da ist alles gut. Machen Sie mal bitte einen Spawn auf, der Josch. Okay, aber nur Güterzug, ne? Ist offen. Darfst du rein. Mal schauen, mit was der Josch dann gleich reinkommt. Da ist er ja. Wunderbar. Ja, Joschi, servus. Also, wir können es entweder über den Chat machen, hier im Livestream. Ich glaube, ich mache das Spiel mal kurz ein bisschen leiser. Oder halt auf YouTube, je nachdem. Sag mir doch mal ganz kurz, möchtest du eine Solofahrt haben oder möchtest du die Wagen da hinten holen auf dem letzten Gleis? Oh, und ich habe einen Fahrplan gerade reingekriegt. 20:43 Uhr, der Mr. Skytrick. Und der Josch möchte gerne die Wagen abholen. Alles klar, dann werden wir das mal vorbereiten. Momentan ist er auf Gleis 5, ne? Ja, Gleis 5. Das heißt, wir müssen von Gleis 5 auf TM1, das heißt 1 auf minus 2 auf minus 3 auf minus 4 auf plus. Also 1, 2, 3. So, und er steht vor Signal B. Das heißt, wir werden Rangiersignal B geben. Und dann kann er mal losdüsen. Sehr gut. Okay. Kann man das Rangiersignal gerade wieder zumachen. Und machen die 4 auf Minus. Und
Und den Entgleiser nehmen wir weg. Und können eben gerade das Rangiersignal wieder aufmachen auf TM1. Und dann geht's auch schon wieder retour für ihn. Lichter passen auch, freut mich. So, um 43 haben wir eine Durchfahrt von Mr. Skytrick. Ich kann es euch gerade mal zeigen. SWDR ROE, schauen wir uns das mal an. Eine U07 mit Personenwagen dran. Hat hier einen Halt von einer Minute. RT-Einfahrt und fährt auf WP wieder raus. Das heißt, kommt von da links rein und fährt dann auf WP wieder raus. Den werden wir dann straight hier durchlassen. Nachdem das jetzt noch genau 10 Minuten sind, werden wir dafür schon mal alles vorbereiten. Das heißt, wir nehmen hier alles zurück. Ja, jetzt habe ich gerade einen essentiellen Fehler gemacht. Eigentlich hätte ich das TM-Signal zurücknehmen sollen. Und wo ist der Yoshi? Aus der Sichtweite, alles klar. Entgleiser lasse ich mal unten, weil den werden wir nochmal brauchen. Und dann brauchen wir die Fahrstraße A auf Gleis 1. Das wäre hier, sprich wir werden RG1 in welchen Schwelle rein tun. Und warten mit dem hier noch, bis soweit ist. Und die Ausfahrt wäre dann von G nach WP. Hättest du da noch was Spezielles? Nee. G können wir dann auch entsprechend geben. Also vorbereitet wäre es schon mal. Gut. Dann haben wir gerade schon den nächsten Zug. 21:09 Uhr, der ADAD 96. Macht genau den gleichen Weg. Und der ist mit dem Triebwagen unterwegs. Alles klar. So, schau mal, was der Yoshi so Schlimmes macht. Ja, das sieht so aus, als wenn er fast fertig wäre. Ja, ist so. Komm, bist du da, dann kommen die Leute. Yoshi, ich werde unseren Mr. Skytrick erstmal durchfahren lassen. Und danach darfst du hier rausziehen. Und dann gibt es einen Fahrplan für dich. Kannst du aber eigentlich schon mal bis zum TM-Signal vorziehen. Ah, ist so angenehm, wenn man mit den Leuten reden kann. Ich meine, jetzt ist es zwar ein bisschen One-Way, aber der Yoshi nicht mit mir quatschen kann. Ah, funktioniert. Aber ich mache das noch, dass ich hier für Train Driver 2 den Discord so halb offen mache. Dann könnt ihr dann auch aktiv im Stream mit mir quatschen. Hoffen wir, dass der Mr. Skytrick pünktlich ist. Ja, er ist schon ein bisschen nervös hier. Hast du auch alle Handbremsen gelöst? Ich werde mal kurz die Musik wechseln.
Ich kann Ihnen ja sagen, das ist einfach nur discord.gg/bravurallein. Und da kommst du dann auf den Discord-Server. Schauen wir gerade mal selber in Discord rein. Da geht gerade was ab. Okay, nicht für den Stream relevant. 43. Jetzt ist 37. Wird nicht mehr zu lang dauern. Da ist noch nix. Mal kurz die Lage hier checken. Oh, schon wieder. Gepost. Nein. Ach, ich wünschte, man könnte den Sound hier... Ja, wobei, man kann den komplett runterdrehen, aber ich lasse zumindest leicht an. Discord. Oh, neues Mitglied. Neues. Ab ins Spiel. Ah, ich hoffe, ich kann dann für den Yoshi einen guten Fahrplan machen. Weiß man ja nie bei TD2. Gibt teilweise oft Arschpläne. Und ja, ich glaube, wir hätten das Manöver für Yoshi jetzt noch fertig machen können. Aber ich spiele mal lieber mit der sicheren Seite. Damit mir jetzt Yoshi nicht den Skytrick blockiert. Good News übrigens. Entweder die Woche oder nächste Woche kommt dann für TD2 das Fahrdienstleiter Grundlagen-Tutorial raus. Eine Basisversion vom Tutorial gibt es bereits. Wir sind jetzt gerade dabei, da die Feinschliffe zu machen und das nur nachzupassen. Und dann kommt das entsprechende Video raus. Wird vermutlich um die Stunde gehen. Und ja, dann habt ihr meine Grundlage als Fahrdienstleiter. Vorwort dazu schon, es kommt SBK und SCS nicht vor. Sondern wir starten hier mit dem mechanischen Stellwerk, so wie wir es jetzt gerade hier haben. Und vertiefte Tutorials für SCS und SBK kommt dann separat. Oh, gut, weil du sagst, TD2 Multiplayer Tutorial. Das ist ja auch noch auf der Pipeline. Denke ich mal, kriege ich auch noch die oder nächste Woche raus, dass ich da Basics für Multiplayer mache. Aber wenn du jetzt schon Fragen hast, kannst du sie gerne stellen. Versuch sie dann zu beantworten. Als Fahrer kann ich es halt nur schlecht beantworten, wenn ich jetzt hier FDL bin. Aber ich gebe mein Bestes. So ist 40. In 3 Minuten soll er da sein. Anfrage habe ich noch keine gekriegt. Der ist literally am Starten und sein erster Halt ist dann bei mir. Ja, oder so. Steht da offen. Das gleiche gilt übrigens an die Fahrdienstleiter. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne raushauen. Solange es nicht zu vertiefte Fragen sind, kann ich sie beantworten. So, Besitzner, tu das mal
Glückliche wegschicken. Da war ich ganz froh. Ich gehe schon mal in mein kleines Räumchen hier. VMAX 70, 241 Tonnen, 114 Meter. Ja, da schauen wir doch mal schnell in der Grenzlasttabelle nach. Was sind das? 241 Meter, Tonnen. Ja, stimmt sogar. Okay, Aber ich warte jetzt mit dem Fahrplan, weil wenn ich jetzt mit dem Fahrplan anfange und der kommt jetzt gerade mit einem Alarm, dann kann ich es gerade wieder lassen. ...42 und immer noch keine Anfrage. Ich glaube, der Skytrick kommt zu spät. Was ist denn los in der Station? Schauen wir mal. 4 Züge hat der. Der Mayboard. Level 11. Kommt wohl gut klar. Jetzt ist 43. Ach ja. Die Profis. Also, schauen wir mal kurz wegen einem Fahrplan. Ich hoffe, ich bereue das nicht. TOW, Diesel, was hat er gesagt? VMAX 70. Das bei RT raus, Abfahrt, sagen wir mal, in 10 Minuten. ...21.12 bis 3.40, 27 Kilometer. Da haben wir was mit 35 Kilometer mit... Yoshi, willst du Manöver haben? Sonst, na, 24 Kilometer. Ist alles relativ gleich. Eine große Auswahl. Gebt ihr ansonsten den Fahrplan hier. 21.12 Uhr Abfahrt und um 21.45 Uhr kommst du dann an. Also wenn du jetzt nichts sagst, dann gebe ich es dir einfach, ne? Bei dem immer noch in der Abstellung. Ach, das Skytrick ist sogar da. Ja, läuft mit dir, wa? Erstmal schön Verspätung machen. Eine frühe Abfahrt habe ich einfach nicht. Nee, 12 nach, 12 nach, 12 nach. 3:50, aber dann bleibt er hier wieder 13 Minuten stehen und fort de facto gar nicht. 12 nach. Dann gehen wir erstmal mit dem hier. 12 nach. Okay. Nachdem der Mr. Skytrick da noch in der Abstellung steht. Soll man Yoshi mal rauslassen? Das wäre 4, 3, 2, 1 im Minus. Achso. So, Yoshi, da magst du dann aber gleich mal schnell fahren. Und wenn die Länge nicht reicht. Ja, warte mal, 4 war jetzt. Na, 4 war richtig. Negativ ist nach unten. Und du hast da TM2. Ah, halt, falsches TM. Gib mal Schmackes. Und fahr mal bitte hinter TM1.
Oh, geiler Song. Ah, oh, Lichter sind falsch. Schande über dich. Ganz YouTube und Twitch sieht das. Voll die epische Musik für das Manöver. Ja, genau, mich testen wohl. Ohne den schriftlichen Befehl kannst du übers Rangierende fahren. So, kannst anhalten. So, und dann braucht's eigentlich nur 4 auf positiv. Und TM1 runter. Gerade wieder retour mit dir. Sie klingt nach Trauerzug. Yeah, hab einen guten Job gemacht. Kommt aufs richtige Gleis rein. Joshua, der fährst dann über Signal B wieder raus. Also, wenn du dann hier rausfahren kannst. So, wir werden das mal wieder zurückbauen. Ja, ich wäre mal froh, wenn der Skytrick jetzt endlich mal kommen würde. Weil um 9 nach habe ich einen anderen Zug. Skytrick, mach mal Stress bei deinem FTL. Einmal mit Profis arbeiten. Wir können ihm da schon mal die Sperre geben. Das wäre die hier. Auf Gleis 1. Andererseits, jetzt wo er Verspätung hat. Ja gut, das macht wie keinen Unterschied. Ich meine, ich kann ihn dann schon auf Gleis 1 reinschicken. Wenn es dann eine Kollision mit 25082 gibt, dann muss ich einfach den anderen hier runter auf Gleis 3 schicken. Plus 15, der hat immer noch nichts gemacht und ignoriert mich quasi. Wow. Läuft. Na, das ist auch nicht meine Musik. Einmal eins weiter, bitte. Ja, schreibt er denn jetzt gar nicht oder was sagt er?
glaube, ich werde es spontan machen. Je nachdem, welche Sperrenfolge zuerst kommt, muss ich Skytrick aufs andere Gleis umlegen. Weil dann lasse ich den Adi da erstmal durchfahren. Ey, das ist totaler Schwachsinn, was ich da gerade sage. Meine kommt am gleichen Anschluss rein. Also von daher kann ich es auf Gleis 1 lassen. Außer Skytrick kommt zuerst. Muss ich gegebenenfalls warten lassen. Und einen Yoshi kann ich mal auch nicht zu früh rausschicken. Weil sonst blockiere ich mir da RT für den Moment. So, ich werde jetzt mal hergehen und mal nachfragen. Frage ich mal von der FDL-Seite her. Schauen, ob das mal ein bisschen Beschleunigung reinbringt. Wenn es jetzt klingelt, dann lache ich. Aber mir tut er auch nicht antworten. Maybot. Wie viele Daumen nach oben hat denn der schon gekriegt? Warum sehe ich ihn nicht? Habe ich jetzt im Filter was falsch? Mal ganz kurz Reset. Keinen einzigen Daumen nach oben. Ja, läuft. Boah, das sind aber einige Verspätungen. Cool. Also Spezialkandidaten als FDL. Und Servus Usus. Ah, da kriege ich gerade direkt wieder gute Laune mit so einem. Ich würde mich jetzt gerade nicht wundern, wenn es da vielleicht schon Beschwerden über den gibt. Das mit Level 11. Ja, du, soweit eigentlich ganz gut. Ich stelle mich nur gerade mit an FDL. Oh, ich glaube, ich habe eine Antwort gekriegt. 67232. Wow, er macht die Anfrage.
So, finally. Aber noch scheppert's nicht. Okay. Station vorbereiten. Ich glaube, meint die Fahrstraße habe ich schon. Ja, habe ich. Nein. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Das hier. Dann hätten wir schon mal die Einfahrt. Auf Gleis 1 und dann hoffen wir, dass wir ihn gerade direkt wieder rausschicken können. Ja, ich war jetzt kurz davor, Yoshi, dass ich dich irgendwie verfrüht rausschicke, beziehungsweise anfrage dafür. Hat sich jetzt aber gerade erledigt. Witzig ist aber, dass der Kollege das Signal noch nicht mal auf Fahrt gestellt hat. Er ist noch weiß hier. Spaßig. So, bin in einer Sekunde wieder da. Einen Moment. Und da bin ich wieder. Und der Kollege hat immer noch nicht das Signal gegeben. Sag mal, Skytrick, bist du der Einzige, der jetzt da gerade so arg verspätet ist oder die anderen auch? Und gibt gerade Freude im Live-Chat bei dem. Verspätungen, das macht immer alles kompliziert. Ich kann Yoshi nicht mal einen Streich spielen, weil er wird es ja sehen im Stream. Aber einfach nochmal zum Nachschauen, funktionieren die Handbremsen hier? Das Menü kommt zumindest. Nein, Yoshi, ich hab nichts gemacht. Brakes are fine. Will ich mal hoffen. Yoshi vertraut mir nicht. Oder doch? So, Skytrick. Ach, der fährt ja schon. Hä? Wieso sehe ich denn das nicht? Hat der da SPL noch drin? Ah,
Okay. Schräg. Dann kann ich schon mal den Text vorbereiten. 6, 7, 2, 3, 2. LCS Klesko. Mann, was habe ich ein Notepad dafür? Oh, da ist er ja. So, LCS Klesko, The Fallen. Ja, yep, still mit Level 11. Ja. Meine Traumpartie da. Oh, Skytrick konnte ich gerade weiterschicken. LCS Klesko PN. Cool. Cool. Dann hätten wir hier schon mal eine Ausfahrt. Da wird sich der Skytrick freuen. Das heißt, geh nach WP. Warten wir, bis er hier angehalten hat. Er kam fünfmal und hat die Weichen falsch gestellt. Ja, er hat sein Stellwerk voll im Griff. Ah, da gingen wir mit der Tafel zurück. Und da hat er seine Ausfahrt schon. So, einmal abstempeln. Der nächste um 21.12, 3 Minuten Verspätung. Und der kommt zu früh, sicher nicht. Ciao Skytrick, gute Fahrt und eventuell kannst du auch ein bisschen was reinfahren. So, Yoshi. Ja, das wird sportlich, ich weiß. Warte mal, was war das jetzt? Zera Kobek. So, wir gehen mal kurz in unser Stellwerk hier wieder rein. Cool, Yoshi kann abdampfen. Dann macht man hier mal den Pfad. Yoshi ist hinter B, das heißt 4 positiv, Rest negativ. Achso, ich habe die Sperre hier noch drin. Da wir garantiert RG2 noch haben. Beziehungsweise ich mache mal ganz kurz den Block Zirkobek SK. Kobek SK. Hoffentlich nimmt er an. Ja, hat angenommen. Okay, Signal B nach RT. B nach RT. Hab's richtig gemacht.
So, Yoshi, ab mit dir. Fünf Minuten zu früh. Gebt natürlich einen Daumen nach oben. Muss ja sein. So, dann können wir gleich mal beobachten. Ah, ist gerade schon zu, der war es versehen A gemacht. Das war nicht geplant. Alles klar, dann zurückbauen hier. Achso. Fahrstraße auflösen. Coole Sache. Das auch bitte alles in Ausgangsstellung. Ich könnte eigentlich Mauslock anmachen, ne? Andererseits, wenn ich dann zum Browser wechseln will, ist ein bisschen kacke. Also lassen wir es draußen. Fahrplan technisch. Der andere ist jetzt weg. Wir haben jetzt noch einen Güterzug hier. EO 07 1850 Tonnen. Spannend. 14 Minuten Verfrühung. Und nach mir kommt dann nach Vitonia. Wer ist denn in Vitonia? Der Borislav, ein Elki. Einmal Enter drücken, dann ist die Maus da mit Mauslock. Oh, echt? Warte mal probieren. Naja, Tatsache. Ja, dann machen wir mit Mauslock. Schauen, ob das besser ist. Sehr spannende Folge. Naja, es ist gar nicht mal so viel passiert. So, Block ist aufgelöst. Nein! Mein Güterzug ist weg. Na, hoffentlich ist es nur ein Szeneriewechsel. Ansonsten habe ich jetzt keinen Zug mehr. Ist eigentlich so die Schneelage bei euch? Habt ihr da schon ein bisschen Schnee da? Also bei uns in der Schweiz gab es schon den ersten Neuschnee. Nur natürlich nicht in Zürich, sondern eher in den höheren Bergregionen. Bin mal gespannt, wann ich jetzt zum ersten Mal wieder den Schnee sehe. Wäre ja schon mal wieder geil, mal so 20, 30 cm Schnee zu haben. So einen echten Winter mal. Ich meine, für die Autofahrer und für die Bahn ist dann wieder Chaos. Aber da reicht doch schon eine Schneeflocke. Dann geht irgendwie gar nichts mehr. Wobei, darf man jetzt nichts gegen die SBB sagen. Die hält sich da eigentlich ganz gut im Winter. Ist gar nicht mehr so schlimm mit den Verspätungen. Außer man ist dann im Wallis und Co. Dann wird's spannend. Leichten Föhn nur. Ja, den haben wir ja da auch die ganze Zeit mit ein bisschen Regen mit dazu. Echt kalt. Entspannend hier. Nichts los. Also falls noch jemand einen Güterzug fahren möchte,
Kann er das gerne machen. Mache ich den Spawn wieder auf und dann könnt ihr da rausfahren. Mistert mit Anderson. So. Oh, der klingt interessant. Der hat den Titel Steuerung Alt entfernen. Interessanter Titel. Du meinst wie letztes Jahr, wo weder Tram noch Bus fuhr? Hä? Ich glaube, das ging so ein bisschen an mir vorbei. Oh ja, Kaffee wäre jetzt was. Schauen wir mal ins SPD, ob es da was Neues gibt. Nee, nach wie vor der um 21:18 Uhr. Der Güterzug. Der kommt diesmal von der rechten Seite. Soll ich den auf Gleis 1 reinschicken? Es wird eigentlich nichts dagegen sprechen, nachdem ich sonst keinen anderen Zug habe. Das wäre K auf 1. Das müsste das hier sein. Da brauche ich gar nichts machen. Nur dann bestätigen. Ich lasse erstmal. Frau, wie war die Arbeit? Nein, ja. Ja, also würde ich jetzt nicht streamen. Würde ich tatsächlich nebenbei YouTube-Videos gucken oder Netflix. Beziehungsweise Amazon Prime. Netflix habe ich gekündigt. Was ich jetzt mittlerweile ein bisschen bereue, weil da hat es wieder geile Serien. Aber mit der Preiserteuerung dachte ich, lasse es mal. Freue mich schon auf die neue Star Trek Picard Staffel. Haben sie jetzt angekündigt. Das war meine interessante Frage. Wer von euch ist Star Wars Fan und wer von euch ist Star Trek Fan? Und wer mag beides? Ich bin, also ich für mich, ich bin so ein bisschen zwiegeteilt. Ich mag beides gerne. Beides so seine Vor- und Nachteile, wenn man so sagen will. Aber ich bin jetzt nicht voll pro Star Wars und voll pro Star Trek. Haben beide seine Daseinsberechtigungen. Keins von beiden. Oh. Keine Science-Fiction-Fans hier. Nee, nee, nee. Ja, was ist denn so eine TV-Serie, wo ihr jetzt mega Fan davon seid? Wenn jetzt Star Trek und Star Wars nicht mit dabei ist. So sagt ihr, da seid ihr voll dahinter. Wenn überhaupt. Was ist jetzt mit dem anderen Zug hier? Status. Ist der überhaupt schon abgefahren? 5, 6, 5. Ah, da kommt schon die Anfrage. Cool. Dann schon eher El Bundi. Macht mir jetzt gar nichts.
Was willst du? Kann er irgendwie nicht übersetzen. Egal, Anfrage ist da. Für WP. Ab in Stellberg. KF1. Ich glaube, ich habe es ja wieder rausgenommen. Komm, ist jetzt runter. Können wir natürlich machen, wenn er dann schon. Also, der erste bei der CD ist, aber ich mache das gerne im Vorhinein. So, und der fährt dann später von D nach RT. Was willst du denn dafür haben? D nach RT. Gar nichts. Echt jetzt? Ach, thank you. Vielen Dank. Okay. Ja, mal schauen, ob wir den dann gerade rausschicken können mit seiner Verfrühung. Da. 14 Minuten und dann geht's nach Vitonia. Ah, ist ein Elki. Vielleicht lasst er mich das machen. Right of time. Das schickt man gerade ab, wenn er dann da ist. Können Sie schon mal vorbereiten. Ah, ein Zug hat er jetzt. Okay. Dann warten wir mal ab. Er hat so ein bisschen Heavy Metal Vibes, ne? Ach, der Yoshi steht da. Nett. Ja, Yoshi, dann fahr mal weg von der Vitonia, sonst hat er noch eine Ausrede, warum ich den Güterzug nicht dahin schicken darf. So, du bist am Fahren. Okay. Ah ja, Vitonia ist jetzt auch nicht so groß. Mit der spätestens in 10 Minuten durch. Okay, schauen wir mal SWDR. Zeigt mir noch nichts an, dass er weggefahren wäre. Können aber anders schauen. 5, 6, 5, 6. Ach da. Ah doch, der steht effektiv. 0 km/h. Ich lasse mal das Fenster offen. Dann habe ich es zumindest im Augenwinkel, wenn er losdüst. Signal habe ich jetzt auf Fahrt gestellt, oder? Ja. K. Ich glaube, fahrplantechnisch wird auch heute nicht mehr sehr viel passieren in der letzten 40 Minuten. Ich hoffe ja, dass mal irgendwann mal neue Fahrzeuge ins Spiel kommen. Ja, es ist. Also ein paar Sachen sind ja schon in the making. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dann irgendwann mal reinkommen. Also gerade eine schwere Diesel-Lok, wer hat schon mal was? Und dann könnte man die ganzen Dieselstrecken mal ein bisschen besser befahren. Und dann wäre da mal Traffic. Dann so ein moderner Triebwagen. Und eine anständige E-Lok, eine neuere. Okay, der Zug ist jetzt über das Ausfahrsignal drüber gefahren. Der Pfeil ist jetzt rot worden. Ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis er da ist.
Ich glaube, wir stellen uns dann hier so hin. Wobei, ja, ich muss ja dann eh gerade wieder rein. Für die Ausfahrt. Schau mal, wie schnell ist er denn? Ein KMH. Warum fährt er nur ein KMH? Hat er sich verbremst oder was? Ich könnte eigentlich auch hier mal schauen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Steuerung F. 5, 6, 5, 6. Ah, ist eh der. Hm. 183 Kilometer. Und bis Zützen hat er abgestempelt, wenn ich das jetzt gerade so richtig sehe. Schande über dich. Nicht abgestempelt. Wer ist denn da? Also auch wieder der Mähbot da. Ja, läuft bei dem, ja? Ja, wobei, jetzt, glaube ich, hat er es gemacht. Zeigt es aber hier nicht an. Ah, doch, da ist drin. Interessant. Kann ich mir das mit Ahead of Time ja eigentlich schon wieder sparen. Weg nach Betonia ist frei. Stimmt, für den muss ich meine Nachricht gerade anpassen. Weil es nicht mehr Ahead of Time ist. Ich will den echt nicht abbremsen lassen. Wenn er denn selber mal in die Spuren kommt. Ach ja. Die Geschichten aus FDL ist halt immer wieder spannend. Ja, anderer Song. Oh, ich habe gar keinen anderen mehr in der Playlist. Ja, dann holen wir uns halt eine andere. Was machen wir denn? Best of 2021. Schauen wir mal, was wir da für Songs haben. Besser. Ja, aber ich würde sagen, nach dem Zug, wenn er durchgefahren ist, machen wir für heute mal Schluss, weil ich glaube, mehr passiert einfach nicht mehr in der letzten halben Stunde. Und länger will ich mich nicht committen. Ich muss morgen wieder früh aufstehen. Aber trotzdem eine nette kleine FDL-Session. Und eigentlich soweit gut laufen. Hier auf dem mechanischen Pult. Würde ich jetzt mal sagen. Also würde ich mich jetzt bewerten, nach dem deutschen System, würde ich mir jetzt mal eine 2 geben. Kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind.
Hat der jetzt mal ein bisschen Speed hier drauf? 26 km/h, was macht der Typ? Ah, das. Ausgerechnet er, was wir jetzt wieder langsam reindrücken. Oh, er wird schneller. 29. Wird noch was. 31, planmäßige Ankunft. Der Chor. Hä, was? Hä, was so? Wieso fragt er mich jetzt da an? Was? Kannst du dich auf deine Seite stellen? Wir müssen eine Pause. Was? Liebelmann, kannst du dich auf deine Seite stellen? Wir müssen eine Pause einlegen. Was? Okay. Ich schreibe jetzt mal kurz auf Englisch, weil ich bin gerade verwirrt von dem, was er eigentlich haben will. Der will bei mir Pause machen. Sagt gerade der Chat. Dann nehmen wir das hier mal zurück. Warum kann ich das jetzt nicht zurücknehmen? Hä? Hä? Ach so, wegen dir. Dann schickt man dich auf Gleis 5. Das wäre K auf Gleis 5. 15, 16, 18. Okay, und du ihn hier auf die Seite setzt, dass andere weiterkommen. Ja, welche andere, ne? Er ist der Einzige. Okay, aber der fährt jetzt erstmal auf Gleis 5 ein. Schauen wir mal. Gut, dann frage ich Vitoni erstmal nicht an. Du wart, bis er da ist und dann soll er mal sagen, was Sache ist. Könnte auch sein, dass er mit seiner Lockdate klarkommt. Was ist denn der für ein Level?
sehe jetzt gerade so auf die Schnelle nicht. Ich bin gerade zu doof dafür. Naja, sehen wir ja, wenn er da ist. 12. Google Translate, hilf mir mal bitte. Google Lens übersetzen. Ah, schreibt er da. Ah, können wir beiseite, heißt es irgendwie übersetzt. Ein Schreibfehler da drin. PL, please. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was will er jetzt mit PL? Cool. Und so schnell fährt er auch noch. Was hat er damit gemeint? Ja, ich konnte leider kein Polisch. Das heißt, er versteht nicht. Ja gut, ich versuch's mal mit dem DeepL-Übersetzer. You are now at deciding. Deutsch, Polnisch. Ach Mann. Und Block ist aufgelöst worden. Was macht er da hinten? Takt, das ist schon mal sowas wie ja. Ach, das mal wieder übersetzen. Diepe Foto bitte. Ja, bitte entfernen. Okay. Okay, dann tun wir das mal löschen von ihm. Ich verstehe das. Ich
Ich hatte letztens auch einen FDL, der wollte nur auf Polnisch reden, fand ich halt schon blöd, der nicht mal auf Englisch schreiben konnte, wollte. Bin halt auch erst seit letztens dabei. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn er vor allem Englisch ein Problem ist. Weil er kann genauso DeepL nutzen. Oh, und weg ist er. Okay. Ja gut, also, wie schon angekündigt, es war jetzt hier der letzte Zug und auch wenn ich bis 22 Uhr drin habe, da wird nicht mehr viel passieren. Also würde ich sagen, lassen wir es an dieser Session erstmal. War cool. Die Verspätung von Skyjack war ein bisschen mehr und auch er war jetzt gerade ein bisschen mehr. Aber ja, ansonsten angenehm, war ein bisschen ruhig. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und freut euch, es kommt demnächst das FDL-Grundlagen-Tutorial und Multiplayer-Tutorial. Das werde ich auch noch machen. Hab's ein bisschen fast verschwitzt, das zu machen. Aber kommt. Also, ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. War einen guten Arbeitstag für alle, die arbeiten müssen. Und eventuell sehen wir uns dann morgen Abend wieder zu einem Livestream. Mal gucken. Also, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.